Bereits vor 5 Jahren erkannte die Firma Intercontec die Zeichen der Zeit und investierte in die Technik der Zukunft. Röntgenstrahlen sollen noch effektiver in der Industrie, zum Beispiel für die Qualitätssicherung, eingesetzt werden. In Kooperation mit der Hochschule Deggendorf richteten sie darum ein Labor im Bereich computertomografischer Messtechnik ein. Dort können Bauteile wie zum Beispiel Kolben zerstörungsfrei auf ihren einwandfreien Zustand geprüft werden. Zudem ist es möglich, genaueste Messungen an Werkstücken durchzuführen. Schon jetzt ist die HDU Dienstleister für einen Kundenstamm von rund 150 Firmen. Durch eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut soll die Forschungsarbeit jetzt noch ausgeweitet und verbessert werden. Die Absicht, zusammenzuarbeiten, kam von beiden Seiten. Also wir wollten mit einer großen Organisation zusammenarbeiten, aber auch die große Organisation der Fraunhofer-Gesellschaft will in die Region gehen. So hat man sich eben mit einem gemeinsamen Ziel gefunden und hat versucht, eben dann die Wege auszuloten und letztendlich auch die Politik davon zu überzeugen, dann wirklich in der Region Geld zu investieren und ein gemeinsames Projekt zu starten. Der Freistaat Bayern unterstützt die Kooperation mit einer Anschubsfinanzierung von 5 Millionen Euro. Sind diese Mittel aufgebraucht, soll sich das Projekt durch Aufträge aus der Wirtschaft selbst tragen. Fraunhofer IIS betreibt bereits seit rund 20 Jahren Forschungsarbeit im Bereich Röntgentechnik. Die Ergebnisse beider Forschungseinrichtungen werden zusammengeführt und ausgebaut. Zum einen haben wir klar definierte Arbeitspakete durch das Forschungsprojekt, was uns der Bayerische Freistaat hier bewilligt hat. Das heißt also, wir werden Geschwindigkeitssteigerungen in der Computertomographie, Verbesserung der Datenqualität und all diese ganzen Geschichten hier durcharbeiten. Und die Daten werden dann entweder aus den Röntgenanlagen hier vor Ort oder aus den Röntgenanlagen aus Würzburg oder Fürth kommen. Und die werden dann via Datenautobahnen über VPN-Tunnel oder wie auch immer dann hin und her geschaufelt. Natürlich werden auch Mitarbeiter ausgetauscht. Durch die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut steigt das Ansehen der HDU in der Hochschullandschaft. Davon profitieren die Maschinenbaustudenten, die schon jetzt in die CT-Messtechnik einbezogen werden. In den letzten 4 Jahren unterstützt uns ja die Wolfgang-Pfeiffer-Stiftung schon intensiv. Und alle Maschinenbaustudenten müssen im Bereich der Computertomographie bereits ein Praktikum machen, um mit dieser Technologie im Rahmen des Studiums vertraut zu werden. Die Hochschule für angewandte Forschung wird ja zunehmend in Richtung Forschung auch ein bisschen gehen, nicht nur Lehre, sodass ich glaube, dass wir über die Fraunhofer und über meinen Lehrstuhl hier auch den Studenten die Möglichkeit zur Promotion, zur Weiterbildung eben anbieten können auf dem Fachgebiet. Ja? Das ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt hier auch. Ja? In den nächsten 12 Monaten werden noch weitere CT-Messgeräte angeschafft. Ein Platzproblem für die neuen Anlagen wird es nicht geben. Die Labore werden nach Bauabschluss im Erweiterungsbau untergebracht. Dies wird voraussichtlich im Frühjahr 2014 sein.